willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Tiger Ghost. Ja, mit dem Farmer geht es weiter. Wir haben, wenn wir pennen gegangen sind, habe ich das einfach Autojagen laufen lassen, in der Hoffnung, dass wir mal was Gutes droppen. Nebenbei haben wir noch sehr viele ESO-Fibeln gedroppt. Die haben wir dann eigentlich immer für einen Won im Laden reingepackt, so ein 200er Stack. Und ja, da sind schon mal die ganzen Racks erstmal alle flöten gegangen. Dann war ja das Super-Meeting-Event, hat sich übelst gelohnt. Also Map 2 war echt überfarmt, muss ich sagen. Aber sobald man einen gefunden hat, konnte man durchschlagen und die anderen Steine hauen. Da könnte man sehen, ey, wie das am, ja, einfach übelst am Lecken ist. Aber ihr habt die Chance, wenn ihr Meeting-Stein findet, sind das meistens 5 bis 10 Meeting-Steine ineinander. Also kann sich das Ganze schon auf jeden Fall lohnen. Hab das Ganze gestreamt und ich werde auch gleich live sein. Um kurz vor 12 Uhr, da werden wir das Fischpuzzle-Event in Angriff nehmen. Das Ganze wird 10 Stunden gehen, das Fischpuzzle-Event. Und da werden wir auf jeden Fall durchangeln. Und ja, da wird man auf jeden Fall eine Menge Won machen. Ja, Super-Meeting-Event habe ich, wie gesagt, alles schön mitgenommen, die ganzen 4 Stunden, das habe ich gestreamt. Habe auch ein bisschen Hilfe bekommen aus dem Chat, wo welche Mediensteine stehen. Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt, muss ich sagen. Und ja, bin auf jeden Fall ja sehr aktiv auf Twitch, muss ich sagen. Ja, Lob an mich selber, dass ich mal durchgezogen habe. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich da so feste Streaming-Zeiten habe. Die habe ich allerdings nicht. Momentan streame ich so oft es geht gerade. Und wenn sich das so ein bisschen einpendelt, würde ich dann sagen, ja, hey, ich bin dann und dann live, so weiß ich nicht, Dienstag, Donnerstag, Samstags bin ich auf jeden Fall live. Aber das muss ich mir nochmal anschauen und wenn ich da so einen Rhythmus drin habe, würde ich, denke ich, auch eine Ankündigung machen und das auch ordentlich bewerben in den nächsten Videos, wann ich denn immer live bin, die Streaming-Zeiten, mein Discord ein bisschen mehr bewerben. Das möchte ich mal ein bisschen aufleben lassen, sage ich mal. Und ja, immer wenn wir bei AFK waren, habe ich meistens den Char auf der Reckwiese laufen lassen und haben auch eine Reck gedroppt mit 34 DSS. War, ja, ist okay so, ne? Man wünscht sich manchmal, dass man da 40 DSS droppt, aber man kann nicht alles haben. Und hier haben wir die plus 9er Tries, 2 Recks plus 9, endlich mal nach so vielen Recks, die kaputt gegangen sind, sind nicht so viel wert. So eine Crab-Reck kostet ungefähr 20 bis 30 KK und die mit 34 Ds als plus 0 habe ich für einen Won reingestellt. Die wurde dann nach ein paar Stunden dann gekauft und immer fleißig den Laden vollgefüllt. Denn nach dem Super-Meeting-Event hatte ich bestimmt an Fertigkeitsbüchern, also nur an guten Fertigkeitsbüchern, waren es bestimmt 4 bis 6 Seiten. Steine habe ich bis jetzt alle aufgehoben. Was ich da erfahren habe, habe fast jeden Stein schon bis jetzt ein paar Mal gedroppt. So an Summe müsste ich sagen, wie viele Steine ich gekloppt habe insgesamt. Im Stream habe ich das meistens gemacht, aber ich denke mal, das waren so um den Dreh 600 bis 800 Mädchensteine. Durch die Super-Mädchens war es ein bisschen einfacher, ne? Die Mädchensteine zu ja, erreichen, sage ich mal. Habe ja eigentlich so ein Goal gehabt im Stream von 500, aber das ist schon mittlerweile durchbrochen von, weiß ich nicht, 600, 800 Mädchensteine. Und ja, ich dachte mir, Core Chars habe ich eigentlich noch nie so wirklich gemacht und wollte das mal jetzt wirklich aktiv machen, sprich Equipment rübergegeben, ein bisschen plus 6er IQ, NASA mal drüber gepackt, Aufhebepad und das ging eigentlich schnell einpoolen, denn auf Tiger Ghost haben wir ja 150% XP Boost beim Muriel direkt mit Level 1, habe dann auch einen Yabby Krebs reingeknallt und ab Level 10 können wir dann auch Trank der Weisheit oben links reinpacken, plus ein XP Ring in-game noch. Dann geht das auf jeden Fall richtig zügig, muss ich euch sagen. Also dann kurz auf Level 12, 10 gemacht, Skills abgeholt. Hab dann noch eine VWK gefunden, 18 KK wieder in meiner Tasche. VWKs sind echt gut was wert, muss ich euch sagen. Immer schön aufheben, die VWKs. Könnt ihr immer gut verkaufen. Und ja, es ging eigentlich relativ ziemlich flott alles, das Ganze. Ich meine, ich habe... Ja, wie lange habe ich gebraucht? Das waren bestimmt 30, 40 Minuten habe ich den hier stehen lassen. Und dann war der Char schon Level 30. Die Drachensplitter-Quest angenommen und das dementsprechend fertig gemacht.
Dann haben wir den ersten quasi dann ja schon fertig gemacht. Und das zweite haben wir dann wiederholt mit einem zweiten Char. Ein 30er Char hatte ich ja noch drauf gehabt auf dem Account. Und da ist noch ein 95er Char. Mit dem farme ich aber gerade keine Cores. Also farmen wir momentan mit 4 Charakteren dann die Cores. Also ganz einfach. Ich will jetzt nicht unbedingt euch alles zeigen, jetzt wie ich jetzt wieder auf 30 ziehe. Also wie gesagt, einfach nur aus dem Lager die Sachen holen, anziehen. Und dann hat man das quasi schon hinter sich. Einfach nur Autojagd stehen lassen. Und hier ist mal eine kurze, meine Steinsammlung, die ich da alles erfarmt habe über die ganzen Tage auf Map 2. Plus das Super-Meeting-Event. Findet demnächst übrigens auch wieder statt. Am 17.10. habe ich gesehen im Eventkalender. Werde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Lohnt sich einfach. Also da kann man dann gut Young machen, sage ich mal. Und da habe ich die ganzen FBs mal wieder rüber gehandelt. Aus dem Super-Meeting-Event hatte ich auf 2 Accounts verteilt gehabt, alles voll geprügelt mit FBs. Und die habe ich immer nach und nach reingepackt. Dann war gestern das Angel-Event, haben uns eine Carbon-Angel hergestellt. Das habe ich auch gestern alles gestreamt. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch gleich live, kurz vor 12 Uhr. Und dann werden wir 10 Stunden lang nur noch angeln und das Fischpuzzle-Event ausnutzen. Weil 10 Stunden ist sehr selten, muss ich sagen. Also das kommt sehr selten vor. Ganz oft ist es mal 4 Stunden. Aber diesmal 10 Stunden. Und das werden wir auf jeden Fall ausnutzen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Selbst wenn man den Itemshop nicht benutzt, kauft euch DR-Schein, löst es ein, kauft euch ein Fischereibuch. Und ihr macht da ordentlich Profit. Also vor allem für die Anfänger da draußen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann es einfach jedem empfehlen. Ich denke mal, ich werde mit dem Event von gestern und heute, mit dem Fischpuzzle-Event, ca. 40 bis 60 Won machen. Haben wir auf jeden Fall ordentlich an Young generiert, sage ich mal. Und dann kann man auch schön nebenbei handeln und farmen. Und ja, dann sind wir schon quasi zum Ende des Videos angelangt. Wenn ihr Tiger Ghost Codes benötigt, kommt auf meinen Discord-Channel. Ist unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren gepinnt. Kommt gern vorbei, schreibt mich an und dann sehen wir uns gleich im Stream. Ich freue mich. Dann sage ich mal bis gleich und bis zum nächsten Mal. Ciao.